Einen wunderschönen, meine Lieben. Welcome back to a new episode, Little Nightmares. Wir haben letzte Woche dem Arzt ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht und haben jetzt Stand derzeit gar keinen Gegner. Wir werden aber sicher einen kriegen. Also würde ich sagen, auf jetzt. Wahrscheinlich da rechts rein, oder? Gucken wir erstmal hier, ob noch irgendwas kommt. Da kommt nichts. Wir sind aber, glaube ich, immer noch im Krankenhaus. Oder kommen wir in den Fernseher? Hört sich zumindest so an. Das ist das Wartezimmer. Das schaut aus, als würden wir jetzt rauskommen, oder? Ja, oh, da geht's raus. Oh, raus ist schön. Oh, ich höre schon den Regen plätschern. Komm, Q, hilf mit. Dankeschön, genau. Und raus. Raus, bitte. Achso, ich duck mich jetzt hier. Ja, schön ist was anderes. Aber wir sind draußen. Und da bin ich sehr froh drum. Da brennt Licht. Da könnte man... Oh. Ich habe auf jeden Fall das Feeling, dass es nicht mehr allzu lange geht. Ich weiß es nicht. Aber... Fühlt sich so nach Richtung Ende an. Hört ihr das? Genau das. Alter, das Game ist creepy. Es ist einfach creepy. Da hängt wieder einer, ist auch creepy. Boah! Shit! Shit! Was? Wann gibt's Jumpscares in dem Spiel? Schaut jetzt in den Fernseher rein. Ich sag's euch, Leute, das ist eine Metapher für unsere heutige Gesellschaft. Weil die Handys uns quasi aufsaugen. Es ist so. Ich habe den tieferen Sinn dieses Spiels verstanden. Gleich eines Philosophes habe ich das erörtert. Hat dann aber nicht so viel mit dem ersten zu tun eigentlich, oder? Wenn's so ist. Hey, da ist wieder einer. Aber der ist so auf diesen Fernseher fixiert, schau. Er kriegt gar nicht mit, was um ihn herum passiert. So wie mit den Leuten, die in Bus und Bahn nur in ihr Handy starren. Oder... am Esstisch, ja, im Familienessen, alle gucken nur ins Handy. Und das soll das Ganze symbolisieren. Q, hilf mir da hoch, bitte. Dankeschön. Ah, der ist mit dem Fernseher in der Dusche, der Fernseher fällt da jetzt rein. Pass auf. Okay, der fällt nicht rein. Wäre cool gewesen. Oh, sie scheißt sich nichts, gell? Hab da keine Schmerzen. Jo, spreng. Wir müssen da rüber. Danke. Uiuiui. Hinauf. Ja, der ist zugesperrt. Das ist jetzt, Hallo? Okay. Komm mal wieder runter, ne? Hilft ja nichts. Habt ihr gesehen da oben? Aber, hä? Warte mal. Genau. Das ist nämlich offen. Aber ist halt jetzt blöd für Q, ne? Hoffentlich ist da jetzt nicht so ein blödes Geheimnis drin, sondern... Also so diese komischen Fernsehfigürchen, sondern... Ja, aber dafür bin ich jetzt schon zu weit. Das ist der richtige Weg. Ich bin mir ganz sicher. Ja, Q, kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Tschüss.
kann dir doch helfen. War ja easy. So schmeckt mir das. Muss ja nicht immer knackschwer sein, oder? Willst du mir sagen, das ist nicht der Schlüssel doch? Komm, Q. Komm. Sag mal. Haupt richtig. Ja, oder? Was dann? Du gingst doch sonst nirgendwo hin. Das ist nur zum Aufzug rufen, oder? Jetzt da weiter? Da kann man. Ja, da komme ich ja her. Ach, was liegt da? Das ist das Schloss. Ja, aber was willst du jetzt von mir? Wohin? Q, sprich mit mir. Wieso bleibt die so an dem Schloss stehen? Ich kann es auch nicht aufheben. So, die geht da hin, aber da ruft man doch nur den Aufzug. So, der ist schon da. Ich schneide nicht. Wie konnte man die Taschenlampe anmachen? Bringt das was? Taschenlampe? Hallo? Hallo? Keine Ahnung. Mach die Taschenlampe an. Auf E? Ah, jetzt hat. Okay. Also hier ist safe nichts. Nee, da geht's nicht weiter. Okay, da müssen wir nochmal auf der Seite gucken. Mit dem Lämple. Auch nix. Bin ich jetzt dumm? Es bringt doch nichts, wenn ich jetzt einfach wieder runterfahre. Wozu waren wir denn dann hier? Da ging es auch nirgendwo mehr lang, oder? Da kann ich auch gar nicht mehr rein. Ich hätte es rausgefunden. Und zwar glaube ich, dass ich jetzt auf den Aufzug kann. Weil jetzt durch das Schloss die Tür aufbleibt. Jetzt muss ich quasi, wenn der hochkommt. Fuck. Ja, okay. Okay. Boah, das war fies. Ich habe das jetzt rausgeschnitten. Ich habe jetzt echt, keine Ahnung, hier eine halbe Stunde rumgesucht. Sehr untypisch für dieses Spiel. Regen auf dem heißen Blechdach. Oi, was ist... Aha. Seht ihr das? Antennen, Strahlung. Leute werden manipuliert. Ihr versteht? Da müssen wir auch klettern, oder? Ja. Ich sag, es fühlt sich nach Ende an. Ist so. Es fühlt sich nach Ende an. Muss ich da jetzt an den Kleiderbügel springen? Ja. Nö, hätte ich wahrscheinlich müssen. Kaffee ist leer, das macht mich so sad. So, ich würde sagen, Q, du springst an den Kleiderbügel. Das machst du erstmal Räubeleider. Razzia, jetzt springst du an den Kleiderbügel. Und dann kurbel ich dich darüber. Ja, hopp. Achso, ich muss ihn erstmal herdrehen, oder? Genau so. Jetzt hängst du dich an. Und dann reichst du mir dein eiskaltes kleines Patschehändchen und fängst mich, wenn ich rüberspringe. Ist das ein Plan? Was hältst du davon? Und wow.
Danke, Kio. Ganz toll. Man hat da so einen Kompagnon, der einen überhaupt nicht nervt in dem Game. Das finde ich toll. Das ist selten der Fall. Begleiter sind eigentlich immer nervig in Spielen. Da müssen wir wieder Räuberleiter machen, oder? Das Problem bei Räuberleiter ist immer... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das Problem bei Räuberleiter ist immer, dass sie halt auf der Strecke bleibt. Da muss ich sie wieder irgendwie holen. So geht das natürlich. Boah, jetzt hier ganz blindersellmäßig die Dachrinne hoch. Und dann, das ist so, oder? Ist das auch das Fenster? So. Weiterklettern hätte ich aber nicht müssen, oder? Konnte ich gar nicht. Q, wie schaut's aus? Möchtest du dich vielleicht auch... Achso. Da wieder ganz ekelhafte Geräusche. Da wackelt schon das ganze Haus. So. Ja. Da! Lauf, Q! Das ist kein Türgriff. Einfach runtergepurzelt. Okay, lauf, lauf, Q, lauf! Q! Ja. Oh, das gehört so. Meine Taschenlampe ist kaputt. Oh, Q! Alter, mach! Keinen Scheiß. Oh. Die stirbt nicht. Die stirbt nicht, auf keinen Fall. Jetzt ist meine Taschenlampe kaputt. Toll. Ja, geht nicht mehr. Okay. Gut, werden wir es ja auch nicht brauchen. Würde ich mal behaupten. Q, Räuberleiter? Weißt, du bist verwundet, aber wir müssen weiter. Es hilft alles nichts. Oh, zwei Türen. Ich mag doch nicht zwei Türen. Aha. Mhm. Keine Ahnung. Gehen wir mal zur zweiten Tür. Post, das ist auf jeden Fall ein privates Haus irgendwie oder eine Wohnung. Nein, wieder so ein Fernseher-Dingens. Wir sind voll nervig. Ja, auf ihn hat das halt so die gleiche Wirkung wie auf die ganzen Menschen in der Stadt, ne? Auf Q hat es gar keine Wirkung. Mein Gott! Jetzt aber. So. Müssen wir wieder auf unsere Tür zulatschen? Aber wie gesagt, es fühlt sich nach Ende an. Ich glaube, allzu lange geht das nicht mehr. Boah, war ich schon mal an dem Türgriff? Nee, ich hab die noch nicht aufgemacht. Ja, das ist das erste Mal. Okay. Und du bist?
Ah! Steh auf jetzt! Oh, was? Oh mein Gott! Einfach The Ring. Einfach The Ring. Lauf! Er schaut aus wie Slenderman. Was ist das? Nein, der steht noch da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schau, jetzt ist Q auch so ein Ding. Alter. Was? Ich kann die aber noch retten, oder? Ich kann die retten, die ist nicht tot. Ja, ich will da rein. Oh mein Gott, was passiert hier? Wo bin ich jetzt? In der Fernsehwelt oder was? Wenn das die Fernsehwelt ist, dann müssten die ganzen Menschen hier auch noch leben. Bin ich halt auch nicht geil drauf. Da ist der nächste Fernseher. Muss ich jetzt immer so weiter vielleicht? Wenn ich jetzt an den Fernseher gehe, dann portet es mich wieder woanders hin. Und schaut fast so aus. Nee, da passiert nichts. Doch. Ah, okay. Muss der Fernseher darüber? Wie komme ich dann aber an den Fernseher, der mich da hingeportet hat? Und der Tür hier. Okay. So war das nicht gedacht. So, dann wieder da rein. Dann müsste ich auf dem anderen Dach drüben rauskommen. Na? Boah, hey. Ohne Witz. Das Spiel, wenn aufhört und Q ist nicht bei mir. Ich plack, das schwöre ich dir. Das mach mal nicht. Ja? Das Spiel war gruselig und war gut. Das muss jetzt am Ende nicht traurig werden. Das brauche ich gar nicht. Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die so drauf sind. Und zack. Sehr schön. Über Leute reden, oder? Oder ist das wieder diese Fernsehdurchsage? Wie komme ich da hin? Da liegt eine Fernbedienung. Kann ich den Fernseher vielleicht einschalten? Zumindest kommen wir gut voran. Ne? Ach, jetzt habe ich die Fernbedienung immer dabei. Weiß ich nicht, ob das was bringt. Keine Ahnung. Da kann ich nicht hin. Da müssen wir erstmal runter, oder? Kommt mir voll bekannt vor hier. Waren wir da schon mal? Vielleicht in einer der ersten Folgen? Kann mich nicht erinnern.
Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Okay. Wir können aber auch den Wagen darüber schieben und da hoch. Warum sollten wir das tun, wenn wir da rein müssen? Irgendwo ist ein Haken. Da ist ein Haken. Das war nämlich falsch. Okay. Wieder da rein, dann schieben wir den Wagen rüber, dann gehen wir erstmal nach oben, gucken wir, was da ist. Achso, kann ich den Wagen überhaupt verschieben? Ich fahr so weit oben. Ja, geht. So, dann gehen wir erstmal. Eisig nicht. Hier hoch. Geh halt da hoch, ha? Ich muss da gar nicht hoch. Ich muss, das ist nur, damit ich da dann drauf springen kann, damit ich dann darüber springen kann. Ich verstehe, aber was ich nicht verstehe, wie komme ich da hin? Und hier geht er nicht. Kann ich darüber springen? Ich kann ja nicht so weit springen. Ach, er hält sich an der Lampe fest. Okay, alles gut. Ich habe wieder zu viel gedacht. So, dann hier hoch. Hier hoch. Jetzt können wir da auf den Wagen springen. Von dem Wagen können wir wieder springen. Der Plan geht schon mal auf. Sehr schön. Boah, jetzt voll John Rambo-mäßig abseilen. Geil. Yeah, schau ihn. Bang und durch die Wand. Die tun mir immer noch nichts, oder? Was ist, wenn ich den Fernseher ausmache? Oh! Okay. Da stehen sie nicht so drauf. Muss ich jetzt in ihren Fernseher reingehen? Geht das? Ohne dass sie mir was tut. Nee. Ja, ich. Okay, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Den Fernseher draußen einschalten. Und dann den Fernseher ausschalten. Und mich dann verstecken. Ich kann mich da vielleicht im Ofen verstecken. Vielleicht geht sie dann raus und guckt da weiter Fernsehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man kann die Fernseher auf jeden Fall von sehr weit weg ausschalten. Vielleicht kann ich den ja sogar schon von hier irgendwie ausmachen. Ah, nicht. Aber jetzt verstecken wir uns hier dran. Und dann geht sie hier hin und guckt in den Fernseher vielleicht. Tut sie. Okay. Den wieder anmachen und rausporten. Ja, wunderbar. Stört die Frau nicht im geringsten, gell? Das ist völlig natürlich, kommt öfter vor. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir es durchspielen sollen jetzt. Ich bin etwas zwiegespalten. Ich weiß nicht, wenn die jetzt nächste Woche dann vielleicht bloß 5 Minuten haben oder so. Ich kann das gerade gar nicht einschätzen. Gar nicht einschätzen, wann das vorbei ist. Ja, Gott. Nee, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Nein, halt dich fest. Hoch da. Wenn ich das einschätzen könnte, wie lange das noch geht, das Game. Es fühlt sich halt echt schon sehr nach Ende an. Aber es kann natürlich jetzt auch noch, keine Ahnung, eine Stunde dauern.
Ja, eine Stunde wahrscheinlich nicht mehr. Aber kurz vor knapp. Okay. Okay. Ist klar. Nee, ich würde sagen an der Stelle, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um die Sache jetzt hier nochmal zu beenden. Und dann spielen wir dieses Spiel nächste Woche durch. Oder? Ist das ein Deal? Können wir uns darauf einigen? Ich denke ja. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich danke euch allen für euren Mega-Support und wir sehen uns das nächste Mal.